Willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün. Wir sind alle wieder lustig. Da waren wir ja gerade. Und wollen uns wieder mit diesen Bikern hier anlegen. Komm. Hey Kitty, lass uns kämpfen. Es sind echt viele Kämpfe hier. Lieber Elert? Nicht der Name? Oder lege ich auch hier wieder? Ich denke besser nicht drüber nach. So. Wer wegfliegt, der kann schon nicht getroffen werden. Also der Weg nach Fuxania City zieht sich ganz schön. Kann man anders nicht sagen. Und dann kommt wieder Smogon. Es gibt uns die Gelegenheit zu leveln und wie die letzten Folgen geschehen, über Gott und die Welt zu labern. Aber so langsam wäre ich jetzt trotzdem gerne in Fuxania. Hier, finde ich, spürt man schon, also mit diesem Küstenweg und auch auf der Gegenseite dann der Radweg, dass das Spiel das schon ein bisschen anzieht. Nicht so wie in Saffronia, aber es zieht an. So, Smogmog kommt, nö, passt schon. Noch ein Level, Ibitak, dann hast du es geschafft, dann bist du ein 40er. Der erlauchte Club der 40er. Sehr schön. Na klar, jetzt kriegen wir eins ab, aber es macht nichts. Wir fliegen nochmal weg. Ich würde auch sagen, Fuxania, da machen wir nur eine kurze Pokesender-Rast. Und dann gehen wir wieder hoch zurück und machen den Radweg noch fertig, dass wir da quasi oben alles am Stück komplett fertig haben. Denn sonst darf wieder später hin, das macht dann keinen Sinn. So. Und komm. Eieiei. Unverschämtheit. Nein. Ich mag diese Gift-Pokémon nicht. Die sind einfach nur lästig. Vor allem auf solchen langen Strecken. Und immer ewig zum Poké-Center laufen muss. Ei. Also das heißt ewig, also relativ lange. Vielleicht bin ich auch einfach verweichlicht, also... Ich finde JRPGs, zu denen das Spiel ja im weiteren Sinn auch dazugehört, die gehen halt so oft so respektlos mit der eigenen Lebenszeit um. Braucht man halt echt nicht immer. Komm, das wird schon schief gehen, oder? Komm. Ah, wird im Flug auch verletzt. Ja gut, macht Sinn. Und immerhin, okay, gut. Ja, aber er ist jetzt down. Blöd. Voll erwischt. Ja. Hat kaum Geld gebracht. Hat alles ins Motorrad gesteckt, was er hatte. Man lebt nur einmal, daher bin ich ein Bandit. Das Team Rocket ist cool. Okay. Klar. Ist klar. Ups. Was klicke ich denn so? Also, auf der Karte sieht man es vielleicht besser, was ich meine. Angeblich sind wir ja bald da. Wir sollten uns gar nicht erst die Safari-Zone geben in dem Moment oder sonst was in Fuxania. Und wir sollten dann zurückfliegen nach Prismania und dann diesen Weg hier abfahren. Damit wir sagen können, damit wenn wir hier dann hier Fuxania machen und dann weitergehen, sagen können, wir haben das Festland fertig. Denn dann haben wir einfach vom Levelbereich, wenn ich mich recht entsinne, das ziemlich sinnvoll gelöst. So, her mit deinen Moneten. Wenn du verlierst, gibst du mir dein Geld. So unhöflich, so nach Geld zu fordern. Lieber Biker Arne. So. Und das war's jetzt für Ibitak oder können wir Ibitak noch rauswechseln? Ja, wir können es noch rauswechseln. Ja, wir haben noch genügend Pokémon zum Nachleveln. Komm schon. Sehr schön. Mhm. Das wird dir jetzt aber nichts gegen Nidoqueen nutzen. Die ich jetzt Body slammt. Okay. Genauigkeit, oder? Ja. Ah. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil echt uncool. Dann wechseln wir lieber. Weil es sind ja mehrere Pokémon, dann ist das sonst blöd.
Komm, komm, triff. Sehr schön. Lapras muss auch noch gelevelt werden. Alles muss auf Level 40, was keine Miete zahlt. So, Slimer kommt, also wir wechseln wieder. Denn jetzt können wir wieder... Nicht Bisaflor. Jetzt habe ich es natürlich komplett abgebrochen. Ah, hoffentlich trifft Lapras, weil jetzt Lapras natürlich Genauigkeit reduziert hat. Oh, sehr schön. Und, ja komm, dann bleiben wir bei Lapras. Das wird schon schief gehen. Und, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Eieieiei. Unverschämtheit. Ja, wenn die Genauigkeit sinkt, dann gehen wir lieber zu Nidoqueen. Weil jetzt die AP-10-Attacken da rauszuhauen und dann trifft's nicht, das muss ja echt nicht sein. Das ist nicht sehr effektiv. Das finden wir gut. So, tschüss, Smogmog. Sehr gut, sehr gut. Und? Das darf nicht wahr sein. Doch, doch. Wir haben echt wenig Geld. Vergiss die Sache mit dem Geld. Das war ein Scherz. Humor hat er. Du bist ein schlaues Kind. Worauf willst du hinaus? Worauf willst du hinaus, liebe Ilona? Du Schönheit mit deinem Tauboga. Ja, Ibitak, das ist jetzt keine gute Idee. Und Bisaflor schicken auch nicht. Aber Lapras. Lapras freut sich. Denn so ein... Wie ist das denn so, wenn ein Vogel im Flug vereist wird? Ich glaube, sehr effektiv. Sehr schön. Und Knuddelhof, Knuddelhof. Ja gut, das war klar. Eine Schönheit hat einen Knuddelhof in dem Spiel. Sieht auch witzig aus. Auch das wäre ein gutes Kuscheltier für die Couch oder so. Also jetzt von der Form und Bequemlichkeit, gerade mit Kindern. Ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen, je nach persönlichem Stil. So. So. Es kann nämlich beim Herrenfußballabend ein bisschen komisch kommen. Da würde ich mir dann eher... So, Relaxo kommt immer cool. Und halt Starter führt immer zu Diskussionen, weil... Kennt ja Diskussionen. Shiggy, Glumanda oder Bisasam. Mann, können da die Leute drüber diskutieren, als ob es da um Leben und Tod gehen würde. Das ist natürlich total übertrieben. Es geht fast um Leben und Tod. Und sehr schön. Passt doch, passt doch. Was sagt sie? Und du siehst so süß aus. Und du lässt viel Geld da. Fast viermal so viel wie diese typischen Biker da. Okay, du hast mich besiegt. Es macht mir nichts aus. Oh, eine gute Verliererin. Ich trainiere Pokémon, weil ich alleine lebe. Ja gut, damals gab es noch kein Tinder und sonst was, liebe Tia. Nee, Facebook gab es auch nicht. MySpace schon? Wer kennt wen auch später und Schüler und Studi und mein VZ? Wann war Schüler-Studi mein VZ? Oh, ist sehr effektiv, aber das auch, glaube ich, oder? Ich weiß es gerade. Wann war mein VZ? Also die Erfinder davon, die haben auf jeden Fall gut Geld gemacht. Wir haben die Sache ja dann verkauft und dann kam Facebook und dann war das tot. Und jetzt ist Facebook auch schon wieder nicht tot, aber wie soll man es ausdrücken? Sitzen die Leute in der Marketingagentur, hey, lass uns die jungen Leute erreichen. Ja, Werbung auf Facebook. Nein, auch wieder 10 Jahre zu spät. Facebook ist ja auch gealtert. So habe ich es mir aber nicht vorgestellt. Ich mir aber schon. Ich verbringe zu Hause sehr viel Zeit mit meinen Pokémon. Okay, 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 wie du willst. Wunderbar, dann kann ich gleich ausprobieren, wie gut die Pokémon sind, die ich getauscht habe.
Ich glaube, liebe Gundula, dein Duflor. Dein Duflor sabbert. Also. Komm, Flamara. Flamara will auch nochmal. Das Sabber ist auch noch gefährlich. Dann nehmen wir die Geheimpower. Sehr. Was soll denn das denn jetzt? Er lebt es da auch noch. So, weg damit. Weg, 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 weg. Weckt. Und dann kommt Myrapla. Nö, nö, nö. Dann bleiben wir jetzt da, wo wir sind. Mit dem Lämmchen Flamara. Dem Feuer-Pokémon. Mit keiner sinnvollen Feuerattacke. So. Das hat auch jetzt gleich Level 40. Nö, nö, da bleiben wir wieder dabei. Und Flamara wird gerade danach Uxania eine schwere Zeit haben. Und Uxania hat ja auch eine Arena. Ich habe komplett vergessen, wen. So, was sagt sie? Nicht gut genug. Mhm. Man kann den Spitznamen eines Pokémon, das man getauscht hat, nicht ändern. Nur der Originaltrainer kann den Namen verändern. Das bedeutet... Nein, ihr könnt euch schon denken. Stellt euch vor, ihr wollt so ein seltenes... Sag mal, ein Mewtwo ertauschen. Weil ihr erst 5 habt und ihr wollt 6 für den Multiplayer-Kampf. Und das Mewtwo hat einen Namen, der eine unappetitliche Körperöffnung am Menschen beschreibt. Das ist dann echt doof. Hm, meine Vögel erschaudern? Du musst wirklich sehr gut sein. Ja, ja, deine Vögel haben halt mehr Verstand als du, lieber Vitali. Die sehen nämlich, hier kommt Gefahr. Wobei die Dodri durchaus nach was aussieht. Ach komm, Lapras. Frier sie ein. Was war das? Sucht sich die Attacke zufällig aus, was es bringt. Das war jetzt... Ich habe deine Vögel unterschätzt. Lieber Vitali, ich habe sie unterschätzt, nicht überschätzt. Wir wechseln aus. Ui, 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 ui. Na komm, Flamara. Das kam jetzt tatsächlich überraschend. Coole Attacke. Ich meine, sie ist ein bisschen... Wie soll man sagen, chaotisch. Man weiß nicht, was kommt, aber cool. So. Witzig wäre, wenn sie natürlich alle 3 Schadensarten zufügen würde. Natürlich dann nicht stark, aber immerhin. So, Dodo, nö, nö, nö. Wir bleiben bei Flamara. Und Geheimpower. Nutze die Macht, die in dir steckt, Flamara. Besiege Dodo. Sehr gut. Ich lag also richtig. Ja, tatst du, aber Respekt für die Triplette. Wusstest du, dass manche Attacken wie Erdbeben keine Wirkung auf Vögel haben? Ja, wusste ich. Wenn ich pfeife, kann ich Vogel-Pokémon herbeirufen. Oho. So einer bist du, sagt der Vogelfänger Edwin mit seinem Tauboga. Also, und auswechseln und Nidoqueen ranlassen. So. Ja. Ach nein. Nee. Gut, Tauboga, du hast es gewollt. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht Raichu hinschicken. Ich habe gesagt, Raichu, mach mal eine Pause. Du bist schon Level 40. Es ist ein bisschen unfair gegen Tauboga, aber du hast es so gewollt. Ja, wir wechseln das Pokémon. Denn ich möchte dann doch hier wieder die Königin der Nidos haben, die Nidoqueen. Komm. Das hätte ich fast auf Schaufler geklickt. Das wäre blöd gewesen.
Auch wenn es eine Laufente ist, aber trotzdem. Nee, wir bleiben dabei. So, und Body Slam. Weg. Wundervoll, wundervoll. Und Taubsi, nee, nee, wir bleiben dabei. Taubsi auf Level 26 ist eigentlich auch krass. So. Und auch erledigt. Besiegt. Au, das ist tragisch. Ich finde nicht tragisch, ich finde es gut. Vielleicht bin ich keine Kämpfernatur. Möglich. Ach, sag mal, dieser Weg hier, der zieht sich. Möchtest du mit meinen Pokémon spielen? Wie meinst du das, liebe Roxana? Ich kann dir nicht ganz folgen. So. Pflanze. Gut. Gut. Das ist nicht sehr effektiv. Das ist sehr gut für uns und erstmal dem Problem ausweichen. So, und nach der sind wir an diesem Durchgang, aber wir müssen auch noch diese Fläche über uns, den anderen Pfad, angucken. Da müssen wir dann Zerschneider einsetzen. Ich glaube, da war auch eine Person. Gucken wir gleich. Nö, nö, wir bleiben bei Nidoqueen. So, und wegschaufeln. So. Haha. Schlafbruder gegen uns einsetzen wollen und wir sind nicht da. Tja, blöd gelaufen. Und sollte die Pokeflöte hilft ja dagegen. Es wäre was cool, wenn man ähnliche Gegenstände hätte, wie die Pokeflöte, nur halt für die anderen Sachen wie brennen, gefroren, vergiftet, paralysiert. Vielleicht gibt's das und ich bin da einfach zu ignorant und weiß es noch nicht. So, das Spaghetti-Monster ist auch schon da. Und nix, Klammergriff, wir sind nicht da. Oh nein, das Spaghetti-Monster wird noch größer. Komm. Ah. Hält gut was aus, aber wir können das jetzt mit Nidoqueen mit Gewalt durchziehen. Dafür steht ja Nidoqueen. Jawohl. Nidoqueen lädt sich auf wie ein Son Goku. Macht eine Kaioken. Da. Tolle Attacke. Tolle Attacke, der Power Punch. Diesem Fokus. Naja, gut. Sehr gut. Level 39. Ich war zu ungestüm. Nee, nee, das war... Egal, was du machst, du hast keine Chance gegen Nidoqueen, Roxana. Ich muss ein wenig mit schwächeren Trainern üben. Naja, ich weiß, unsere Pokémon wurden besiegt und so. Ah, da oben sind welche. Eieieiei. Da waren mehrere. Das ist jetzt klug, da jetzt hinzugehen? Ach, was soll schon schief gehen? Gell? Liebe... Du siehst lampfromm aus, dann habe ich eine Chance. Angenommen, wir wären schwach. Was wir nicht sind, liebe Heidi. Allein durch diesen Satz hast du es hier echt versaut und es geht mir ums Prinzip. Ich möchte dich leiden sehen. Sowas sagt man nicht. Man denkt sich das. Um das mit Fußball zu vergleichen, wenn ich den Gegenspieler das sagen würde... Und es ist Fakt und er weiß es. Dann kann er mir immer noch die Beine brechen, gerade in der Kreisliga. So, das sollte eigentlich nicht viel machen. Genau. Und dann rasier den Raichu. Da. Was soll das? Komm. Und tschüss. Sehr gut. Du bist ein Wolf im Schafspelz.
Ich habe Angst vor Bikern. Sie sind so hässlich und brutal. Dann sei nicht so frech zu Leuten. Das ist doch ein Doppelkampf, oder? Du bist perfekt. Hilfst du mir, meinen kleinen Bruder zu trainieren? Du bist perfekt. Ich glaube nicht, dass sie das so meint wie... Oh Gott, die Mühlensippe Sergio und Eva. Ich glaube, die meint das nicht als Lob mit dem Perfekt, sondern eher, ha, du siehst nach Schwächling aus, dich machen wir platt. Aber es ist durchaus ein ikonisches Duo da vorne. Ja, komm. So. Also Rasierblatt geht auf beide. Wenn ich es richtig gesehen habe, das ist gut. Zieht nicht so viel ab, aber trotzdem. Du bist perfekt, ey. Das ist auch perfekt. Eissieb. Das hört sich ja cool an, so Sachen. Das ist halt immer genial. Das macht natürlich Kampf dann doch wieder relevanter als Klasse. Komm. Sehr schön, sehr schön. Und Durchbruch. Das hört sich schmerzhaft an, ist aber nicht sehr effektiv. Jawoll. Tja, Kikli. Sieht jetzt schlecht für dich aus, oder? Ich würde sagen, der Gegner ist perfekt für uns. Und tschüss. Sehr gut. Mühlensippe. Konzentriere dich, Sergio. Achte auf deine Taten. Vor allem, was ist eine Mühlensippe? Okay, wir haben es vergeigt. Ich füge unserem Trainingsprogramm einige Lektionen hinzu. Oh Mist, ich wünschte, ich hätte eine nette Schwester. Das wünsche ich dir auch, Junge. Oh, da ist so der Preis. Regentanz. Oho, 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 oho. Wenn wir... Ich weiß, wir sind an der vorbeigelaufen. Die nehmen wir doch jetzt noch mit, oder? Dann haben wir dieses Gebiet da fertig. Erhöht Stärke von Wasserattacken 5 Runden lang. Langweilig. Also für unsere Spielweise aktuell zumindest. Pokémon zu tauschen ist wirklich cool. Ja, aber sie zu behalten, mit ihnen eine Beziehung aufzubauen, die mehr als nur eine Kampfbeziehung ist, sondern echte Freundschaft, liebe Jenny. Das ist doch was ganz anderes. So, genug Klugscheißer-Modus. Ja, erstmal Rasierblatt, ne? Uncool. Pipi, das finde ich uncool. Aber Gigasauger finde ich wiederum cool. Einfach schon diese Sprites, dann diese Energie verschwindet. Man fühlt sich ein bisschen wie Cell bei Dragon Ball, der die Leute aussaugt. Sie werden schwächer und du wirst stärker. Tschüss, Pipi. Und es gab noch ein Level-Up. Das ist doch wundervoll. Das ist doch wundervoll. Ich sagte tauschen. Ich tausche mit meinen Freunden Pokémon. Du hast nur ein Pokémon. Was hast du da groß getauscht? Ach ja, ist das nicht wunderschön, Leute? Wir sind damit. Bevor wir da jetzt kurz oben gucken. Wir sind noch nicht in Fuchsania, aber wir sollten jetzt direkt vor den Toren Fuchsanias sein. Ja, wir sind quasi bei Fuchsania. Also betreten wir nächstes Mal Fuchsania, machen hier das Gebäude und dann können wir uns auf den Radweg begeben.